Hallo. Und mehr gibt es bei mir heute nicht zu sagen. Man sieht bei mir meinen Schirm. Ja, Coca-Gel, Bibapo. Bei mir fällt heute und wahrscheinlich morgen die Folgen aus. Da mein Computer gerade gar nichts will. Bei mir ist Minecraft flöten hier gegangen. Ich muss meinen kompletten Computer neu machen. Und ich bitte daher um Verzeihung und Entschuldigung, denn ich kann es leider gerade nicht ändern. Meine kompletten Dokumente. Moment, wo habe ich's? Mein PC, wo habe ich es jetzt? Moment. Auf meinem PC ist eigentlich 100 Dokumente Chaos. Es ist verschwunden. Ich weiß nicht warum. Zum Glück gibt es von der Welt immer noch ein Safe. Ich habe hier relativ hier X, wo ist es? X-Messwelt, das ist dieser Safe davon. Und irgendwo gibt es auch noch einen Ordner, der ist Instanzen. Da gibt es auch noch viel, ach nee, hier Curse, Minecraft, Instanzen, da ist auch noch mal alles drin, also das ist nicht das Problem. Also ich bitte um Entschuldigung, dass bei mir gerade echt überhaupt nichts geht. Alle fehlenden Folgen bis Weihnachten, die jetzt fehlen, aktuell fehlt ja eine Folge. Es werden wahrscheinlich, nee, aktuell fehlen zwei Folgen. Wahrscheinlich werden nochmal zwei fehlen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich werde sie nachtragen, sobald wie mein PC wieder läuft. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal. Schaut von der 1 aus an nochmal oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht, wie ich das genau arbeiten soll damit. Deshalb ab morgen und übermorgen kommen gewohnt wieder die Folgen, so wie immer. Mindestens einmal am Tag. Vielleicht auch zwei, dreimal am Tag. Mal gucken, wie es dann läuft. Und ja, dann beende ich hiermit die Aufnahme. Ich bitte auch um Entschuldigung für die Töne im Hintergrund. Da ich mir gerade ein Betriebssystem gebrannt habe, was ich dann auf meinen Computer draufhauen werde, dass es dann auch wieder alles läuft. So, und damit beende ich die kurze Aufnahme und hoffe, es ist nicht so schlimm. Wenn nicht, ihr könnt ja gerne was unten in meine Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt, wie ich meinen Computer schneller zum Laufen kriege, als wenn ich Windows neu installiere.